Austria Wien All-Star-Team, ganz in Violett. Und ja, der HVTPT Steins mit wunderschönen Dressen, weiß mit den roten Streifen runter. Also farblich passt es einmal perfekt. Was haben wir uns heute von diesem Spiel zu erwarten, meine Damen und Herren, liebe Zuseher? Ja, Fußball vom Feinsten, sage ich einmal. Da wird gezangelt werden, wie man sagt. Da werden Tricks ausgepackt werden. Und vor allem steht diese Sphäre, dieses Freundschaftliche im Vordergrund. Und den Austria All-Stars 0:0 steht. Da warten 500-600 Zuseher auf das erste Tor. Und das könnte jetzt kommen, nämlich Ogris. Jawohl, ein Wundertor. Andi Ogris, der 59-Jährige mit dem Lupfer. Da hat er alles richtig gemacht. Das Tor, das war wirklich schön. Teamchef, Kapitän für die Austria Allstars mit der Lücke Nummer 7. Mist. Johnny Ertl ist mit dabei, der Mann mit der Rücken Nummer 16. Christian Schragner, Patrick Salomon, Jürgen Panis, Markus Suttler und Hannes Reinmeier war zumindest in der ersten Halbzeit dabei. Und das war jetzt leider aus Sicht der Steinzer das 2:0. Und die Austria Allstars, Altersschnitt noch immer. Und die Passes, die kommen dann schön. Die kommen schön und da ist der Patrick Salomon, der zu Reinmeier aufspielt und der mit dem angeschnittenen Ball rein. Könnte sich noch ausgehen, aufgepasst. Und da ist das 3:0. Markus Suttner hat hier nur mal den Fuß hingehalten. Wunderschöne Aktion. 3:0 also jetzt für die FAK All-Stars. Markus Suttner hat das gut gemacht. Ja, und da wird natürlich abgeklatscht. Danke für den Pass. Zuerst einmal danke für das Querspiel. Und da kann kein schneller Pass nach vorne kommen, weil es natürlich niemand mehr so richtig erlaufen kann. Aber die Doppelpasses, die gehen wunderschön. Und das war ein Wundertor. Wunderschön gesehen. Der Torhüter zu weit heraußen. Und das war ein Tor zum Zungenschnalzen. Torhüter überhoben. Torschütze zum zweiten Mal am heutigen Tag. Und Nummer 21. Ja, gut gespielt. Jetzt müsste der Pass kommen. Da ist er kein Abseits. Riesenchance jetzt für David Fauland. Der ist im Strafraum. Kurz abgespielt. Und der Ball ist im Tor. Riesenjubel. Saboy Schaffer kann das leider nicht mehr arretieren. Neuer Spielstand. Der Mann mit der Rücknummer 21, der Erik Hilberger, hat hier das 1:4 erzielt. Und da gibt es riesen Jubel. Wir gratulieren alle gemeinsam unsere Torschützen mit der Nummer 21. Und da steht er, der Torschütze. Ja, und Sie hören es im Hintergrund, da wird gejubelt. Und dieses Tor, das haben Sie sich redlich verdient, die Steinzer. Kein Abseits, das geht gut. Zwei Mann im Strafraum, jetzt sind es drei. Und der Andi Ogris hätte hier gewartet. Johnny Ertl kann der schießen, macht er nicht. Noch einmal kurz aufgespielt. Jetzt der Andi Ogris, was macht er? Ja, einen kurzen Pass. Ja, jetzt. Wie Ernst Happel würde sagen, jetzt spielen es Granada, jetzt spielen es Hollywood im Strafraum. Und der Ball ist im Tor. Wunderschöner Treffer. Es war die Rückennummer 18. Christian Schragner zum 5:1. Ja, da darf man ruhig auch einen alten österreichischen Trainer, einen großen Trainer zitieren. Jetzt spielen es Granada oder jetzt spielen es Hollywood, hat der Ernst Happel gesagt. Wenn dann die Überlegenheit im Strafraumsjubiläum einen Kracher ausgesucht hat, nämlich die All-Stars der Wiener Austria, die es noch einmal wissen wollen. Die es noch einmal wissen wollen, Christian Schragner, und der kann noch einmal schießen, wenn er möchte. Macht er nicht Ernst Ogris? Der macht es auch nicht.
Aber dafür haben wir den Robert Almer als Torschützen, der vorher nach Luft gerungen hat. Und mich wundert es ja überhaupt, wie der auf die andere Seite gekommen ist jetzt. Aber der Torhüter hat ja, das 6:1 geschossen. Team-Torhüter schießt hier mit dem Schlusspfiff und der letzten Ballberührung von Hannes Reinmeier geht diese Begegnung zu Ende. Der HV TTP Steins unterliegt zu Hause gegen den Kader von den FAK, von der Wiener Austria, von den Allstars mit 6:1. Schöne Kombinationen an diesem Nachmittag. Und ja, ich kann mich nur bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir beim Zusehen. Wir werden uns jetzt noch um Interviews kümmern. Und Sie, Sie sollten jetzt umschalten auf Krone TV. Die Testspielkracher SK Buntigammer Sturm gegen AS Monaco. Martin Löscher wartet auf Sie. Martin Zwischenberger verabschiedet sich von Ihnen. Schönen Samstag noch. Hoffentlich mit weiter gutem Fußball.